Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute sehen wir die Montana, das Prunkstück der Amerikaner. Wahnsinnig geniales Schlachtschiff im Spiel nach wie vor und kann einfach unfassbare Schellen verteilen. Vielen Dank für das Replay an Atlit. Mal schauen, ob es denn auch so gut ist, wie es sich ansieht. Auf jeden Fall macht er in den 13 Minuten schon mal direkt Schaden. Das freut mich schon. So, und jetzt gehen wir direkt ins Gefecht. Denn da haben wir schon die Iowa. Auf dem B-Punkt wird da gleich ein bisschen was los sein. Hindenburg steht hinter. Oh, oh, oh. Oh, da ein ganzer Torpedoteppich von der Shima. Und da frisst er gleich einige. Alter Verwalter. Die Runde ist 3 Minuten alt und er hat nur noch 16.000 Hitpoints. Das war mal ein Pfund, den er da fressen musste. Genau so soll es nicht losgehen. Genau das ist der Anfang, den man nicht haben will. Aber hat der gegnerische Zerstörer sehr gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Jetzt hat er wenigstens wieder 28, ja gut, jetzt wurde er nochmal getroffen, 26.000 Hitpoints. Jetzt soll er vielleicht versuchen, ein bisschen aus dem Fokus zu kommen, um dann nochmal zu heilen. Die Gegner haben ihn schon klar im Fokus, jetzt auch noch der Brand. Jetzt kann er den Brand nicht mal löschen, weil er musste vorher den Flutungsschaden reparieren. Also die Runde geht genauso los, wie man sie nicht braucht. Und jetzt hat er wieder nur noch 13.000 Hitpoints und sinkend durch den Brand. Und jetzt zieht er sich natürlich ein bisschen zurück, klar. Sonst hat er da die Hindenburg nochmal erspäht. Sieht sie zwar nicht mehr, aber mal schauen, was die Schüsse so anrichten. 13.000 Hitpoints hat er gerade auf der Uhr. Ja. Wenigstens ein bisschen. Also der war gut für 9.000 HP, dieser Treffer, aber wir sehen halt nur noch 5.100 Hit-Struktur, die er hat. Feuer ist Gott sei Dank gleich gelöscht und er kann auch gleich wieder sich heilen, weil das ist jetzt mehr als notwendig, denn mit 3.100 Hitpoints, der braucht nur noch angepustet werden und dann ist er schon raus. Genau, jetzt schnellstmöglich wieder die Hitpoints zurückholen. Und vielleicht mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Sein Team ist irgendwie komplett durch. Einer steht da noch bei B, sozusagen an der Insel oben. Sein Mate, mit dem er da im Platoon ist, der ist auch nochmal weiter weg. Die anderen sind da zwischen ihm und er ist der Einzige so hier auf B selber. Also könnte unangenehm werden. So, jetzt schießt er da auf die Hindenburg. Wenigstens kriegt er gerade bei 19.000 Hitpoints. Oh, sehr schön, die Zitadelle. 19.300 HP hat er da in Hindenburg abgezogen. Guter, wichtiger Treffer auch. Die Minute ist jetzt lang, bis er sich wieder heilen kann. Aber da muss er durch. Das hilft alles nichts. Und jetzt die Schüsse Richtung Iowa, die kommen nicht schlecht. Ja, sehr gut. Zitadelle, 26.000 Hitpoints. Also jetzt kann er hier aus dem Hinterhalt sozusagen ein bisschen reinhalten. Und das ist auch sehr ordentlich. Die Shima, die hätte er natürlich gerne erwischt, denn wegen der hat er einen Großteil seines Hitpoint-Pools hergeben müssen und da will man sich zumindest mal noch ganz kurz revanchieren. Aber erzwingen kann man es eben leider auch nicht.
So, jetzt ist er wieder bei 34.000 Hitpoints, also so langsam aber sicher hat er wieder so ein bisschen den Hitpoint-Pool. Und die Schüsse schauen auch nicht ganz schlecht aus. Jo, und auch da direkt die Zitadelle und direkt den Kill gemacht. Sein zweiter Kill in der Runde. So, und auch wenn jetzt die nächste Heilung gleich wieder ready ist, aber die bringt ihn nichts mehr, denn diesmal hat er keinen Pool mehr, den er wegheilen kann. Man sieht, der Gegner hat ein paar weniger Schiffe, also zwei an der Zahl. Allerdings ist es so, dass sie dafür drei Caps bis dato haben. Da vorne ist einiges los. Sein Mate in der Shima will sich da den A-Cap schnappen. Aber dahinter, da nähern sich ganz viele Schiffe, die nur darauf warten, ordentlich mitmachen zu können. Und klar, er ist jetzt gerade so ein bisschen vorsichtiger, nach dem Beginn der Runde auch mehr als nachvollziehbar. Aber irgendwann kommt er halt dann doch nicht mehr drum rum und muss wieder rein in die ganze Sache. Da hat die Shima mal wieder ordentlich die Neptun mit Torpedos behakt. Also man sieht schon einfach nach wie vor, was für ein Graus dieses Schiff sein kann. Für den Gegner natürlich. So, und er wartet jetzt, bis hier alle Schiffe rumkommen. Da feiert er jetzt nicht drauf, sondern er wartet, bis sie rumkommen und will sie dann mit den Granaten einfach mal schön begrüßen und sagen, hallo Ibims, der Montana. Da jetzt auf die Lion, die schauen schon nicht schlecht aus. Ja, 14.310. Jetzt nicht, dass es hier direkt die Zitadelle war, aber für die erste Begrüßungssalve kann man das durchaus mal machen. Und die Lion, die ist so gut wie weg. Und da kommt noch die Yamato rum. 7,4 Kilometer, ganz nah. Also da braucht es jetzt nicht großartig viel, um das Ding jetzt wegzumachen. Und da 32.800 Damage und die Zitadelle, die Sekundären fangen jetzt auch das Schießen an, erst in der Rückwärtsbewegung. Da hat er jetzt einen Brand anzetteln können und da kommt jetzt die gegnerische Montana rum. Jetzt kann er leider nur gerade mit seinen vorderen Geschützen schießen, denn die hinteren, die sind noch nicht so steil, dass er da drauf kommt. Aber er dreht schon mit. Jetzt hier vorne geht er auf den Bug. 55.000 Großkaliber vernichtender Schlag. 4 Zitadellen, Tschüssikowski. So geht man mit einer Montana um. Da hat er es mal gezeigt, was da in ihm steckt. Und jetzt hier auch noch kurzen Prozess mit der Yamato gemacht. Sehr schöner Treffer. So, jetzt brennt er. Genau, ich wollte gerade sagen, der Brand wird gelöscht und er heilt sich auch dementsprechend sofort. So, jetzt gibt es da noch die Izumo. Aber ob die noch überhaupt
rumkommt, das ist die Frage. Nee, die ist auch schon durch. Und jetzt hat der Gegner lediglich noch die Shimakaze. Aber da sind wir mal ganz ehrlich, der wird da nicht mehr viel abbekommen, denn die wird sich jetzt irgendwo verstecken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die großartig nochmal in den Kampf eingreifen wird. Wir sehen zuletzt, war sie hier unten gespottet. Aber klar, die haut jetzt hier ihren Boost rein. Und dementsprechend war es das dann. Aber eine schöne Runde hat er da jetzt dann noch am Ende gefahren. Dafür, dass die so desaströs losgegangen ist, hat er da alles Menschenmögliche gemacht, um die Runde noch ordentlich nach Hause zu bringen. Besonders der Montana-Hit, der war natürlich Gold wert. So, wir sehen die Tickets, die rauschen oben ordentlich durch. Shimakaze wird nicht mehr gesehen. Also, da brauche ich jetzt nicht großartig der Spoiler sein. Hier kriegt er keinen Hit mehr auf die drauf, denn die ist weg. Die hat sich schon lang verdünnisiert. Aber ich glaube, trotzdem mal wieder ein schönes Montana-Ründchen gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst doch bitte mal ein Like oder auch gerne einen Kommentar da. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute bei eurer World of Warships-Karriere. Euer Alcaramba.